Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier beim Let's Play von Ark Survival Plus. Natürlich wieder zusammen mit Sinde, Coach Hippo und Xa. Servus zusammen. Hallo. Hallo. Ja, das letzte Mal waren wir ja, in der letzten Aufnahmesession war ich ja am Ende sehr, sehr happy. Wir alle waren sehr, sehr happy. So viele Kristalle, wie wir angeschleppt haben. Tonnen. Unglaublich, ja. Wir werden uns jetzt nicht die Zähne ausbeißen an diesem blöden Town Hall-Projekt. Dann bauen wir halt das, was wir haben oder was wir machen können, ein bisschen stärker aus. Und wenn wir irgendwie an Kristalle kommen, dann ist gut. Was ich gefunden habe im Carbondust Table, können wir tatsächlich Dings bauen. Einen Quarry, also eine Art Steinbruch. Und vielleicht können wir über den Steinbruch dann an weißt schon kommen. An Kristall kommen, ja. Brauchen wir Crude Shafts für. Large Metal Nails brauche ich. Da stellt der Xa gerade schon her. Arsch. Was? Ich hab doch gar nichts getan. Ja, ballert mir hier einen Pfeilen hintern. Ich hab doch gar nichts getan. Naja, und wir haben ein bisschen Verteidigung vorzumachen. Da haben wir eine schöne Idee von euch bekommen aus den Kommentaren. Die wollen wir natürlich aufgreifen. Und zwar so Wachdodos, also mehr oder weniger Dodo-Alarmanlagen. Die Idee ist einfach zu cool. Laufen schon mal so ein paar Dodos hier rum. Ja, wo laufen sie denn? Das wissen sie auch noch nicht. Ich hab einen Namen, wieso ich hab, warum ich hab einen Namen, ich verstehe das nicht. Was? Ja, das ist der Dodo. Der Dodo in, der Wachdodo in Xas Hütte heißt, ich hab einen Namen. Ja, damit er nicht getötet wird. Wir haben gesagt, wir töten nur namenlose Viecher. Ach, du kannst es nicht. Ich hab ne Namen. Genau. Okay. Ja. Fast verständlich, die Angst. Wobei, ich nenne ihn doch lieber mal um. Also, mein Haus ist gut gesichert. Ich habe da zwei Ichthyornis, die sehr, sehr aggressiv sind. Sag mal. Ich hab auch einen. Ich hab doch eben Shingles gebaut. Ach, habe ich nur die 200 Shingles? Shingles? Shingle Bells, Shingle all the way. Oh je. So, jetzt hat er einen passenden Namen bekommen. Warum? Achso. Wie heißt er denn? Wie heißen Alarm, sie denn? Alarm, auch gut. So, beim Quarry, oh Gott, ich brauche dafür noch die Shafts, da brauchen wir noch Lumber. Für den Quarry brauche ich noch was. Coach? Nee. 10 Seile. Geht das? Nee. Wie, nee? Kannst du knicken. Wie kannst du knicken? Seile. Ja, für Knoten, hallo, damit knicken. Wir Kristall kriegen. Für den Kristall machen wir doch alles. Ja, siehst du, wir haben was versprochen und danach, oh, geht gar nicht damit. Nee, das ist richtig, ja. Ich kenne die Scheiße doch. Dann natürlich. Ah, gut, 10 Stück. Na gut, 8 habe ich ja noch. Das ist toll. So, Metal Nails kannst du übrigens gerade noch ein paar mehr bauen, Xa. Die brauche ich auch für den. Ich habe schon alles fertig. Kannst du in meiner Kiste abholen? Kannst du auch noch ein paar mehr bauen, weil ich brauche die auch für die Archer Stands. Die wollen wir ich ja. Ich habe auch schon ein paar mehr gebaut. Ein paar mehr? Wie viel paar? Also, wenn du jetzt nur die Metal Nails. Metal Nails. Metal Nails. Genau, wenn du nette Mails brauchst, dann musst du in meine Kiste gucken. Ich habe 200 oder so mehr gebaut. Okay, also die netten Mädels sind alle bei Xa in der Kiste. Genau, alle netten Mädels bei mir in der Kiste. Aber sag mal, Xa, hier fehlt doch eine Kiste oder was? Oder hast du die umgesetzt? Wo? War die schon immer so hinter der Tür? Ja. Okay. Das ist aber nie aufgefallen, da die Tür eigentlich immer nach außen offen war. Oh, und da sind noch die Plates. Xa war fleißig. Ja. Und Hippo will Pferde verpaaren, weil wir irgendwie so einen leichten Verschleiß hatten. Ja. Villa. Finde ich gut. Mittlerweile übrigens, wir müssen uns bitter beschweren. Ja. Mittlerweile übrigens haben die anderen. Das war was anderes. Haben die anderen davon Wind bekommen, dass wir dort uns was geborgt haben. Ja, weil Leute gepetzt haben. Weil Leute gepetzt haben.
Ja, eben. Immer diese Leute, mach das doch nicht. Das ist doch genau der Sinn und Zweck, dass die das dann vielleicht irgendwann später rausfinden und dann da eine Fehde durch entsteht. Mann, spoilert doch niemanden. Lasst das, bitte, bitte. Genauso wie, wenn die hier sind, wollen wir ja auch nicht wissen, dass die uns hier ausgeraubt haben. Wenn wir es nicht selbst rausfinden, dann ist es so, dann funktioniert es. Jetzt können wir da ja nicht nochmal hin. Wir wollten da ja natürlich regelmäßig ein- und ausgehen, vielleicht bis es irgendwann mal merken. Jetzt haben wir da so ein Problem. Lasst das bitte, wirklich. Lasst doch die Spannung drin, Mensch. Das nur mal so als Hinweis. Meine Güte, dass man das sagen muss, das ist ein bisschen schade. Was soll ich bauen, Archer Stance? Ey, ihr Flitzpiepen. Das muss doch mal gesagt werden. Xa? Nein? Ich bräuchte ein Rope-Tool. Das kann ja jeder sagen. Coach, aber dir fehlt da doch eine Werkbank, oder? Nee. Wo ist denn... Hier stand doch immer was, oder nicht? Nee. Stand dir nicht dieses Ding, was aussah wie ein Fell? Ja doch, dieses Tanning Rack. Ja, das Tanning Rack fehlt, ja. Das hat er bestimmt aus Versehen weggehauen. Nein. Wo kann ich dir denn den Flax reinwerfen? In die Werkbank, also in die Taylors, denkst du es da. Das ist aber, ich glaube, das Tanning Rack wurde irgendwie rausgehauen. Ich meine, das habe ich vorhin aufgeschnappt im Chat, dass das einfach... Ich habe gerade noch in den Patchnotes irgendwas gesehen, ich habe es jetzt aber nicht so genau gelesen. Ach Coach, brauchst du noch Fell? Ich habe hier noch zwei Fell. Fell? Fell. Fell. Fell im Pferd. Fell im Pferd, ja. Kannst Fell im Pferd. In den nee, ich stehe gerade hinter dir. Kannst du kurz mal Scheiß, die Schneerelle... Der scheiß Trauerlauf! Mann, in meinem Weg! Ey! Die Räder brauche ich jetzt erstmal. So. Stands brauchen wir ja auch noch. Die Archer-Dinger muss ich irgendwo draufstellen. Couch, du kannst ja dein Rope-Tool in der Kiste abholen in der großen. Hervorragend. Wird das auch noch dunkel? Sind das Scaffolding-Stands oder sind das Prop-Stands? Oder was sind das? Ist jemand beim Tor vorne? Bei welchem? Nur in dem beim Versteckten. Haupttor. Ja, nee. Ja, Xar ist gerade dran vorbeigelaufen. Bei welchem Tor denn? Ja, wir haben hier einige Tore. Bei welchem Tor denn? Ach, ich lauf erstmal weiter. Arsch. Geil geschehen. Oh, Isa. Das ist ein Scaffolding Stand, okay. Alter. Ja, der Xar. Wenn er irgendwo helfen kann. Dann macht das nicht. Dann läuft er einfach weiter. Genau. So ist er. Unser war guter Xar. Weiß ich nicht. Hab nichts gesehen. Aha. Und auch nichts gehört. Zehn Seile. Aber musstest du denn deine 10 Seile haben? Lumber, ja, my lord. Lumber, ja. Ich brauch noch mehr Lumber. Ach, hier oben ist ein Metallfels oben auf dem Berg, den ich gerade sichern soll, will, muss. Seile, was für Metall? Normales Metall oder? Normale Metallfelsen. Achso, also einer. Kannst weghauen oder so bauen. Wo ist denn jetzt unser weiblicher Gaul? Wahrscheinlich Sinde gerade. Bei Sinde, ja. War nicht Supermuli auch ein Weib? Nein, Supermuli ist das Supermännchen. Achso, ja. Weil... Dann haben wir da jetzt ein Problem. Ja, weil stellt man jetzt so eigentlich viele Spikes nicht tragen. Halt, nimmst du meinen Mörchen, das andere Männchen. Ja, gut, ich komm zurück. Gut, wenn's sein muss. Benutzen, warte mal. Wie toll, dass das hier immer auf einer Höhe snappt, das finde ich ja ganz toll. Warum ist denn das Arschloch nur Level 12? Ja, was halt so ein kleines Arschloch ist. So. Was mein Arschloch meinst du? Nee, das. Ja, ich glaube, das ist dein Arschloch, ne? Mein Arschloch ist Level 11 gewesen, als er geschleppt ist, ja. Mein Arschloch ist Level 12. Oh Mann! Alles Arschlöcher hier. Mein Arschloch ist Level 12. Aber die hohen Arschlöcher sind alle weiblich. Ja. Ja, das ist immer so. Klingt komisch, ist aber so. Weiblich. Klingt falsch. Ist es auch. Frauenpower. Mann, wieso snappt denn der Kacknet?
So, pass auf, Koja, wenn ich dich jetzt nochmal frage, wo die Seile sind, und du mir nicht antwortest, dann schenke ich dir den Gegner. in meinen Tisch da. Also wenn du reinkommst, der große Tisch rechts quasi. Das geht doch, dass ich immer erst umgehalten werden muss. Ich ignoriere dich halt gerne, es tut mir leid. Nee, tut's mir nicht, also... Au! Benutz mal unseren Knast hier zum Vögel verpaaren. Mach das. Ein Vogelknast. Zum Vögeln. Vögelknast. Der Vögelknast, sehr schön. Ja, nee, ist klar, so wird ein Knast... Weißt du, wir sind einfach... Wir sind der Stamm der Liebe. Oh, bitte schön, tausche schnell. Hier wird der Knast zum Liebesparadies. Ja, merci. Mit welcher Taste kriegen eigentlich dieses blöde Chat-Dings ist da auch weg? Was? Enter? Ja, bei mir ist halt was? Also normalerweise gibst du einfach mal was Leeres ein, so ungefähr, und dann sollte der sich verabscheuen. Ja, das ist aber noch Chat ausblenden. Weiß ich nicht, Chat. Also dieses. Ah, jetzt ist weg. Theoretisch müsste es doch reichen, wenn ich eine Spike auf den Aufgang setze zum Berg. Dann kommen die doch gar nicht da hoch. Ja, ja, genau. Ja, du musst ja den Aufgang absperren eigentlich. Ja, gar nicht so viele bauen müssen. Nö. Was? Was ein Scheiß, gell? Wir machen unsere Basis jetzt die anderen sicher. Damit, falls sicher. Die jetzt eine Racheaktion, weil ja irgendjemand da gepetzt hat, planen, dass wir da dann abgesichert sind. Ja, das müssen wir natürlich schauen. Was ist los? Runtergefallen. Achso. Oh, du wirst es verdient haben. Was? Na, hier kann ich keinen Archer Stand bauen. Das ist ein wenig doof. Da wem wäre ein Arsch hier? Das ist echt doof. Man kann auf dieses Tor oben. Ne, also bei den großen Toren ist ja oben so ein Torbogen, wo oben so eine Fläche drauf ist, wo man drüber laufen kann und so. Und auf den Stands daneben, da kannst du den Archers bauen, diesen Unterstand, aber auf den Torbogen nicht. Da, wo er in meinen Augen eigentlich am meisten Sinn macht. Da. Wäre unzufrieden mit. So, dann hätten wir jetzt da vorne einen, dann könnten wir jetzt höchstens sagen, und hier noch? Wieso geht denn das? Hat ein Dette, oder was? Hippo, du hast die einfachste Aufgabe von allen. Du sollst einfach Vögel verpaaren. Vögel sind schon verpaart, ich bin gerade bei den Gollen. Ach so, das ist die zweiteinfachste Aufgabe von allen. Ja, das war beim letzten Mal schon so einfach. Ach, hier kommt's gar nicht voran. Und wieder einen Schritt zurück. Oh. Also kein Glück, dass ich meine Kalle gerade nicht rausbekommen habe. So, Berg ist dicht. Noch gleich dicht. Hacke. Das, aber so hat von. Hacke dicht. Aber so hat von. Ich versuche hier. Wie viel Snap-Punkte gibt es denn? Ich hätte es nicht besser sagen können. Da ist Geuder, lassen sich wieder nicht verpaaren. Warum nicht? Nee, immer noch nicht. Du da, steht überhaupt nicht mehr Start-Mating bei der Ollen. Hey, nicht Olle sagen. Was hört die? Die Olle. Probier das jetzt mal so. So erschöpfend. Jo, och, nö. Kannst du mal noch Halt machen, Couch? Couch redet nicht mit jedem. Ja, ich mag schon. Halt. Ja, jetzt mach Haut, los, mach Haut. Ja, mach. Zieh dir ein bisschen die Haut vom Leib. Ja, out. 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 Root Shaft.
Habe ich keine mehr? Rogue, keine Ahnung, eigentlich war alles immer in dem Tending Rack, aber das ist ja verschwunden. Frag mich, wo der Coach das Seil hingeschmissen hat. Jedenfalls. Ach, in den Tisch. Ja. Gut, ich bin ja Leiden und Kummer gewohnt. Haben wir sonst alles dicht? Bei den Vögeln scheint das zu funktionieren, bei den Goldern natürlich wieder nicht. Na gut, das hat ja letztes Mal auch nicht so wirklich funktioniert und dann war es doch moppelig. Ja, aber der Button ist gar nicht da. Ja, wie hattest du da einen Button das letzte Mal? Du hast doch keinen Button. Ja, Start Mating hatte ich. Echt jetzt? Ja, ohne Witz. Oh, was? Ja, dann brauchen wir noch ein weibliches Pferd. Also, weil scheinbar hat die dann immer noch Cooldown, also wer weiß. Vielleicht kann die ja nur alle 5 Jahre. Bei den Dingenswomans, bei den Vögeln habe ich das jetzt gemacht. Da hatte ich den Button Start Mating. Da hat jetzt das Weibchen auch die roten Herzchen über dem Kopf. Und der Start Mating Button ist verschwunden. Aha. Xar, du meinst Leder, oder? Also ist das wahrscheinlich wirklich ein Indiz dafür, dass die noch nicht wieder ready ist? Ja. Wahrscheinlich, ja. Müssen also, das wir jetzt mal davon ausgehen. Ja, also Leder, ja. Wie viel brauchst du denn da? So ein Stack oder so? Scheiße. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich Leder herstelle... Ich glaube, du brauchst ein neues Item, weil der Tanning Rack raus ist. Da gibt es, glaube ich, was anderes. Aber finde ich irgendwie auch eine Frechheit, dass das dann einfach verschwindet. Eine Frechheit. Das ist ein Skandal. Oh, ja, es ist ein bisschen blöd. Also einige Sachen, wir hatten das doch auch, was war es? Ach, der Sattel vom Pferd war ja auch einfach puff, weg. Henning ja, weg, genauso weg. Wie die Rüstung, die und, ich letztes Mal gebaut hatte. Ja, das ist das Allerärgerlichste momentan eigentlich. Das war ja so mit das Teuerste, was wir bisher hatten. Die Rüstung, die der Xar gebaut hat. Puff, weg. Puff. Von einem Patch auf den nächsten. Ja, zudem die jetzt vom Material her immer noch gleich viel kosten, also... Hat sich eigentlich nichts geändert, oder wie? Von daher, nö, überhaupt nicht. Deswegen wundert mich, dass die jetzt weg sind, weil, macht ja eigentlich keinen Sinn. Nee, wirklich. So, ich baue jetzt mal den Quarry. Ach hier, dieses Drying Rack ist das, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die Mine wieder riesengroß ist. Was ist riesengroß? Die Mine. Ja. Ich gehe mal davon aus, und ich gehe auch davon aus, dass ich die nicht einfach irgendwo platzieren kann, sondern dass man da schon irgendeine Ressource braucht oder so. Ich weiß jetzt noch nicht, wahrscheinlich muss man mit irgendetwas, ich meine, ich habe da was gelesen, das wurde allerdings vor Monaten schon mal vorgestellt, dieses Mining, boah, die braucht übrigens 3 Stunden zum Bauen, sehe ich gerade. Ich habe da vor Monaten, meine ich, schon mal was gelesen, dass das irgendwie, dass man da, ich weiß nicht, muss man mit einer Lupe oder so, dann sind wir nämlich da an der Position wieder. Danke für den Gaul. Dass man da dann irgendwo umherstreifen muss und schauen muss, wo man dann halt einen Platz findet zum Bauen. Ja. Und das zeigt, ob du hast recht, was das Wasser angeht. Hat irgendjemand irgendwas gesehen in dieser Richtung? Nein. So, dass man was Neues lernen kann oder so? Ich habe übrigens auch wieder Durst, ja. Schließe mich an. Wir haben die ganze Zeit Hitze hier. Oh, klar, weg! Au, voll, aus! Jetzt will ich mal zurückhauen hier. Hier sind einige Traps. Ah, gute Nacht. Fishtrap. Hat jemand schon Fishtraps mal eingesetzt? Nein! Nee, pfui! Oh. So. Gute Nacht. Da muss man mit dem Sieb irgendwie durch die Gegend und gucken. Ne, mit dem Sieb kannst du ja nur Zeug sammeln. Also Samen und so. Vielleicht haben sie das ja geändert. Was macht ihr schon wieder? Da liegt ein Hippo rum. Ja, und jetzt auch noch länger. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Oh Gott, ihr seid so mies. Der Hippo. Der bravste von allen. Das stimmt, ja. Mit Abstand. Ja, ja. So, ich habe einen Steinbruch. Aber. Tut das mir leid, kann ich dir irgendwie helfen? Das ist bestimmt groß, oder? Da gibt's was von Ratiofarm. Ja. Wohl sehr groß. Ja, so von der Fläche her. Ich laufe gerade mal zur Town Hall. Wenn ich dort nur was sehen könnte. Ja, also so. Du willst denn da auch rum? Halb so groß wie die Town Hall, ja, und nicht ganz.
Also, groß, aber ich kann ihn nirgendwo setzen. Ich will mal gucken, wenn ich jetzt setzen will, was sagt er dann? Stand da nicht irgendwas, dass man da so einen Steinbruch-Spot braucht oder so? Ja, wahrscheinlich. Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Ein Gebirge. Ein Gebirge. Na gut, ich meine, there's no variable resource nearby. Okay. Besucht das doch mal hier hinten da an der Wand oder so. Geht auch nicht. Also ich meine hier so. Ja, da Richtung Passage runter zur Wiese. Da ist doch ganz, ganz viel Gebirge. Ich schätze, da brauchen wir vorher eine Erkenntnis. Warte mal. Query to mine rare minerals. Right-click for more options. Mehr steht da nicht. Kacke. Ey, das, die lassen da immer so dumm sterben. Mann. Koya? Ja, bitte. Haben wir hier hinten an unserem, ich nenne es jetzt einfach mal Haupteingang, der zum See geht, ganz in der Ecke, haben wir da nicht denselben Schwachpunkt wie die hatten? Schau halt. Dann müsste ich den Stein wegkloppen. Ja, dann ja, ich meine, du bist ja Carpenter, dann mach halt dicht zur Not einfach. Also lieber fünfmal Wände zu viel gebaut als einmal zu wenig, ne? Ja, ja, so verstanden. Ah, ne, alles gut. Kann mir irgendjemand einen Barrel herstellen? Ja. Ich würde mich jetzt mal auf den Supermoody begeben und schauen, ob man irgendwo diesen blöden. Ob irgendwo dieser blöde mal wird. Weiß schon. Kann jemand die Türen da mir zumachen? Hier sind ja. Gaul. Wo könnten denn noch Pferde sein? Außer auf der Wiese. Auf der grünen. Also ich gucke eigentlich immer um den See rum, dann gucke ich auf dem aus unserem Hinterausgang raus, dann links da oben auf dem Plateau, da wo wir Möhrchen gezähmt haben und unten da in dem Dingensbummens da. In dem. Also ich bin vorher immer so kurz grob durchgeritten, aber ich habe nichts gesehen. Das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, wäre da hinten, wo wir den Limestone geholt haben, dass da eventuell eins rumrennt. Also hier auf unserer Wiese ist jedenfalls keins. Okay. Wir brauchen irgendeine Methode, um Ressourcen zu finden. Begebt euch mal auf Forschungsstation. Also irgendwas muss es geben, irgendein neues Tool. Ah, ich fürchte fast, da braucht man den Alchi wahrscheinlich wieder für. Da kriege ich aber Kotzkrämpfe. Ich bin doch Alchi. Ach so, ja, natürlich. Sinde, dann hier, du, guckst du. Ja, ich vielleicht weiß irgendwas nicht, wie was ich gucken muss. Vielleicht irgendwas wie eine Lupe oder... Dafür muss ich erstmal nach Hause. Achso, du bist ja jetzt auf Pferdesuch. Ach Mann, das war alles doof. Weißt du? 20 Liter kann ich dir schon mal geben. Was brauchst denn du für einen Barrel? Ja. Also ich kann dir anbieten Barrel, Barrel 2, Barrel. Okay. Schlicht einfach Barrel. Weil sonst kann ich kein Leder herstellen. Da. Ein Kanu, oh nein. Ja. Ich brauche 6 Metal Nails und 3 Metal Stripes. Ich werde sterben, ich werde fürchterlich sterben. Stripes kannst du bei mir aus der Kiste holen. Und den Rest kannst du bei Koya klauen. Bist du nicht mit dem Pferd unterwegs? Nein, ich bin extra zu Fuß gegangen. Weil ich das sowieso immer sterbe. Achso, ja, dann ist ja auch egal. Au. Okay, dann kannst du jetzt nach dem Archetisch gucken. Ja. Warum der Kano war nur Level 27, was ist da los? Ja, Entschuldigung, ich war alleine. Auf der Flucht. Ach ja. Ja. Müssen wir in der nächsten Folge wieder eine Rettungsaktion machen, oder? Nein, ich habe nur Lederklamotten und Pfeil und Bogen dabei. Ich habe extra alles zu Hause gelassen. Lederklamotten! Die guten Lederklamotten, oder was? Ja, dann müsst ihr mir helfen, den Kano zu töten. Nö. Ja, also, dann bleiben die Lederklamotten jetzt weg. Ja, die guten Lederklamotten!
Muss der Coach jetzt mal neue bauen. Da, ich muss dir weder das eine noch das andere, was jetzt hier. Was? Der Coach, der hat nicht mal, hat er nicht mal. Der Coach wird doch wohl mal so ein paar Lederklamotten machen können. Wie gesagt, Coach die Nails, fehlt Leder. Die Nails kannst du bei Koya klauen. Ne, der hat keine im Carpenter's Table, da war ich ja dran. Lass die Finger von meinem Carpenter's Table. Die Nails sind alle schon verbaut. Dann mache ich dir eben welche. Ja, und die Metal Stripes brauche ich auch. Wo sind die denn? Die Stripes sind in der großen Kiste. Zweite Reihe, fast links. Sieht so aus wie zwei Streifen Bacon. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal. Die Archer Stands muss ich jetzt noch ein wenig befüllen. Mit Pfeilen und dergleichen. Und dann brauchen wir da noch ein paar Kisten für die Silberstücke, um dann die auch entsprechend zu bezahlen, damit sie ballern. Da kommt auch noch einer hin. Da werde ich noch einen Archer Stand machen. Ja, gut. Und dann haben wir eigentlich unsere Basis soweit relativ sicher, dass wir losziehen könnten. Und ich wäre ja schwer dafür, dass wir sehr bald mal entweder Terrorbirds versuchen zu finden oder Wölfe. Ich habe auch noch drei Dimorph unter Eier. Oh ja, die machen natürlich richtig Trouble. Und ich brüte gerade zwei Dilos aus. Und die Geier haben wir ja auch noch. Hi. Das Wach. Werden meine beiden Wachhunde. Wach-Dilos können wir ja auch rumlaufen lassen hier. Mhm. Ja. Das ist doch super. Also insofern kriegen wir unsere Basis, denke ich, sicher. Da oben der Abschnitt ist auch dicht, Hippo, ne? Oder ja, wer hat's gebaut? Ja. Ich hab's zugebaut. Du hast gebaut, wunderbar. Also, wird doch. Wir sind sicher. Bestimmt. Dann sehen wir mal zu, dass wir entweder was Anständiges zähmen oder das nächste Mal bei den anderen anklopfen und dann uns wieder das Zeug holen, was wir brauchen, wenn das mit dem Steinbruch nicht klappt. Bis dann, macht's gut, tschüss. Ja, tschüss. Zinde? Mhm. Gräfin Zahl guckt mich so hungrig an von der Seite. Ja, die hat auch Hunger. Nicht aufhören. Die hört einfach nicht auf. Nehmt euch weiter auf einfach. Yippie, wir haben ein Outtake. Cool. Ja, super Outtake. Ich mach das jetzt manuell. So, tschüss.